So, grüß euch. Heute wieder ein kleines Unboxing. Ich muss jetzt schon lachen. Ich habe mal wieder bei Temu geshoppt, glaube ich. Temu, AliExpress, Joom, Wish. Ich weiß nicht, welche Seite es war. Auf jeden Fall haben wir hier. Verdammte Axt. Wir haben eine Sniper. Wie sie funktioniert, weiß ich noch nicht. Deswegen, ich muss jetzt auch erstmal testen. Na, hier geht nichts. Auf jeden Fall haben wir sogar einen Stand, was heißt, wir können die Sniper aufstellen. Aber, oh geil, also wir haben hier einen Stand für unseren Kugelschreiber. Ah, das ist das wieder so ein, ah, ich hasse es, ich hasse diese, wie heißen diese Schreiber? Ich weiß es nicht, ich hoffe, man kann es sehen. Kann man es sehen? Heißen die? Keine Ahnung. Er schreibt ganz wundervoll. Also der Lauf ist einfach mal der Kugelschreiber. Ich glaube, dieses Teil hat einfach mal so gar keine Funktion. Den gibt es mit mehreren Funktionen. Wie gesagt, also es ist schon ganz cool so, um das mit auf die Arbeit zu nehmen oder so und als Stift zu benutzen. So. Im Büro wäre das schade. Ich arbeite nicht im Büro. Wäre das natürlich auch ein netter Stift. Wofür hier gibt es hier vielleicht noch eine andere Funktion? Funktionen, nichts, keine Funktion. Man kann es einfach nur die Schulterstütze kann man hier rausziehen. Ein Feuerzeug wäre noch nicht schlecht. Und warum dieses eigentlich abzuschrauben ist, verstehe ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall mega nett aus. Ich guck mal, ob ich es auf einer deutschsprachigen Seite finde, deutschen Seite finde, um euch das zu verlinken. Ich möchte halt nicht so Temu oder sowas unterstützen. Ansonsten einfach googeln oder auf einschlägige Seiten gehen. Da findet ihr das Ding bestimmt. Sieht nett aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne einen Kommi da. Lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.